In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man in einem Moodle-Kurs eine Single-Choice-Frage anlegt. Dazu sucht man erstmal die Kursadministration und dort die Fragensammlung. Und dann kann man auch Fragenkategorien anlegen. Ich lege jetzt mal direkt eine Frage an und wähle aus eine Multiple-Choice-Frage, weil eine Multiple-Choice-Frage mit nur einer richtigen Antwort ist natürlich eine Single-Choice-Frage. So, dann kann man der Frage hier einen Fragentitel geben. Die nenne ich jetzt einfach mal Testfrage und der Fragetext soll mal sein, welche Zahl ist größer als 3? Es gibt auf die richtige Antwort dann einen Punkt. Man könnte hier noch allgemeines Feedback hinterlegen. Und jetzt ist hier eben eingestellt, es ist nur eine Antwortmöglichkeit erlaubt. Die Antworten werden auch gemischt. Die sollen nicht nummeriert werden, das ist in dem Fall nicht notwendig. Und die Antwortmöglichkeiten, die es jetzt mal geben soll, ist die 1, die 2, die 3 und die 4. Und die 4 ist natürlich die einzige Zahl, die größer als 3 ist, die einzige richtige Antwort in dem Fall. Und deswegen gibt es auf die 4 100% der Bewertung. Und dann kann man mit Änderung speichern, das Ganze abspeichern und kann sich hier mal eine Vorschau anzeigen lassen, wie Studierende diese Frage sehen würden. Und die Frage sieht dann eben so aus in einem Test und einem Quiz, welche Zahl ist größer als 3? Und wie man sieht, sind die Antwortmöglichkeiten eben gemischt und die einzige richtige Antwortmöglichkeit ist hier eben die 4. Und die kann man jetzt dann prüfen, absenden und beenden. Und das ist richtig, wenn ich jetzt den Test nochmal beginne und mal zum Beispiel die 3 wähle, die ja nicht größer als 3 ist, dann ist das falsch. Und ich kriege auch noch angezeigt, die richtige Antwort wäre die 4 gewesen. Und ja, das wäre eine Single-Choice-Frage.